Und das mit heute, ja. Ja, genau. Und wir machen jetzt weiter mit Arne Semsrott und Walter Palmetzhofer von der Open Knowledge Foundation, die uns verraten, wie das eigentlich da mit Open Schufa war und was jetzt aus dem Projekt geworden ist. Ja, hallo, schönen Abend. Arne hat es leider heute Abend nicht geschafft, darum werde ich kurz mal über Open Schufa drüber segeln. Ich will euch nicht zu lange aufhalten und gleich mal fragen, wer kennt das Projekt? Nur damit ich weiß, wie detailreich ich reingehen soll. Also wir haben letztes Jahr zusammen mit Algorithm Watch das Projekt Open Schufa gemacht und die Idee dahinter war, jetzt abgesehen von der ganzen Datenschutzgrundverordnung und vom Scoring, dass wenn man individuelle Daten freiwillig gemeinsam irgendwo bündelt, vielleicht damit einen Mehrwert schaffen kann. Und in dem Fall war halt dann Schufa naheliegend, weil es dann grundsätzlich die interessante Frage geht, wie geht man mit um, wenn man Leute bewertet aufgrund von Daten und das Credit Scoring halt da relativ wichtiger Teil ist und Schufa deswegen genommen worden ist, weil das halt in Deutschland jeder kennt und man davon quasi abhängig ist. Und die Frage ist, wie kann es sein, wenn eine Firma so viel Markenmacht hat über einzelne Personen, dass man selber die Daten nicht mal richtig hat. Und das war die Motivation dahinter. Und da gab es dann so Anfang 2018 eine Crowdfunding-Kampagne mit einem Komiker. Wir haben dann so 40.000 Euro von fast 2.000 Leuten bekommen, damit wir diese Softwareplattform bauen. Und die Idee war, man motiviert Leute, dass sie die Daten mal anfangen von der Schufa. Das lief dann so ab, dass man quasi online auf einer Webseite selbstauskunft.net oder bei der Schufa selbst das beantragen kann. Dann kommt das per Post in einem Brief quasi nach Hause und dann kann man es über App quasi oder die Daten hochladen auf der Webseite und die werden dann anonymisiert ausgewertet mit Einstellungen, wo man schwärzen kann, wie viele Daten, dass man dann dem Projekt zur Verfügung stellen will. Und so sah dann zum Beispiel so eine Paradeanfrage aus. Das war die gekürzte Version. Und man muss ja immer bedanken bei Unternehmen wie die Schufa, die haben mal da wirklich dazu beigetragen, dass die Kampagne wirklich groß geworden ist. Die haben am Anfang auf ihrer Webseite für über 10 Tage unser Projekt relativ gut platziert mit einer Gegendarstellung, die dann eigentlich die Journalisten dann wieder motiviert hat, weil die Gegendarstellung wirklich Grütze war. Also es war dann mit Wirtschaftsschädigung und so weiter. Insgesamt hatten wir über die Plattform 30.000 Anfragen an die Schufa, 100.000 an andere Kreditauskunftsdateien wie Infoscore, Delta Vista, Avato und so weiter. Und von denen haben wir dann 3.000 zurückbekommen. Von den 3.000 waren nicht alle dann verwertbar, ein Großteil davon. Und da war dann auf dem basierte unsere Datenanalyse oder wir hatten auch den Vorteil, dass sie größere Medienhäuser wie Spiegel oder der Bayerische Rundfunk dafür interessierte und die machten eine eigene Datenauswertung. Und jetzt nur zu den Daten an sich. Wir hatten das Problem, dass natürlich die Kampagne eher in einem gewissen Umfeld war. Das war eher urban, technikaffin und männlich in einer gewissen Altersklasse. Das heißt, wir hatten dann schon einen massiven Bias drinnen, was man dann immer berücksichtigen muss bei den Daten an sich. Das war im Sommer nochmal, wo die Schufa meint, es ist sicher förderlich, wenn man einen Journalisten anpinkelt. Der hat sich auch gefreut. Und das waren die zwei Sachen, was jetzt in Hinsicht interessant, wir hatten einen Medienbruch, das war der Übergang von einem Papierwisch, der gesendet wird, den möglichst einfach reinzuscannen und wird vorher die Datenübersicht gesehen, da passieren halt dann wahrscheinlich OCR-Fehler und so weiter, das heißt, wir hatten da einen Verlust und einen Datenbruch. Und der Datenbruch war, das ist jetzt der Treppenwitz, wir bekamen nach dem 25. Mai letztes Jahr weniger Daten als vorher. Das war auch von Aktion gedacht, dass man das zur Absicherung macht, dass dann wirklich so gekommen ist. Das war der eine Treppenwitz, der zweite war, das zeige ich nachher dann nochmal. Laut unserer Einschätzung von der DSGVO hätten es mehr Daten geben müssen und die hätten auch elektronisch zur Verfügung gestellt werden sollen. Beides war nicht der Fall und das ist noch immer am Laufen und das ist wahrscheinlich auch, weil der zuständige Datenschutzbeauftragte in Hessen, wo die Schufa angesiedelt ist, eher ausbaufähig ist, um das höflichst zu formulieren. Das war dann kurz zur Auswertung. Da sind wir zum Beispiel zwei eklatante Ausreißer. Was waren das? Das ist zum Beispiel die Bewertung, wenn wir ein Insolvenzverfahren oder Zwangspfändung hatte. Und jetzt kann man bei der ganzen Thematik mal diskutieren, was, wie, wann fair ist. Das ist relativ komplex.
Wir haben nur jetzt mal ganz banal die Daten angeschaut und alleine bei der banalen Betrachtung gab es schon witzige Resultate unter Anführungszeichen. Das eine ist, es gibt schlechte Scores ohne Negativmerkmale. Das heißt, in unserem kleinen Sample waren 20 Leute, die überhaupt keine Negativmerkmale hatten, schlecht bewertet. Wenn man das hochrechnet, sind circa dann 100.000 Deutsche davon betroffen, dass sie einen schlechten Score haben ohne Grundlagen. Ein weiteres Beispiel war, dass er da angeblich sehr genaue Scores gibt. Also der Score geht von 0 bis 100 und zeigt dann die Ausfallwahrscheinlichkeit. Das heißt, je näher, dass man bei 100 dran ist, desto besser ist. Man sollte mal über 95 weit drüber sein, damit man marktauglich ist. Wir hatten in unserem Sample ca. 75% der Leute hatten nicht mehr als 3 Merkmale. Und aufgrund von 3 Merkmalen wurde dann aber der Score eingeteilt auf 95,05, 95,06. Das ist einfach von der Sauberkeit der Daten aus unserer Sicht nicht gut. Und dann gab es noch verschiedene Versionen von Scores, die in verschiedenen Branchen verwendet worden sind. Und die hatten auch wieder einen Einfluss. Das heißt, je nachdem, welche Version verwendet wurde, war teilweise mit dem gleichen Daten das Resultat der anderes. Und dann gab es so Diskriminierung bei den Daten selber. Das war nach Alter, Geschlecht und Umzüge. Das bei Alter war, die jüngere Leute haben einen Malus bekommen, genauso wie Männer. Und bei den Umzügen ist halt die Anzahl der Umzüge hat sich negativ ausgewirkt. Und das ist ein schönes Beispiel zu erklären, dass manche Leute halt umziehen müssen, beruflich, und dafür bestraft werden, obwohl sie, wenn sie zum Beispiel Vertreter sind, keine Auswirkungen haben. Und der ganze Treppenwitz, was ich ja bei der Schufa dann ja finde, mal abgesehen von der Diskussion, was fair ist und was nicht fair ist, dass da aus meiner Sicht ein Wegelagerer gibt, der erstens mal die Daten einsammelt, das relativ schlecht macht und dann nicht genötigt wird, dass er die Daten hergibt, dass ihm zum Beispiel eine Person, die davon betroffen ist, was dreimal im Jahr umziehen hat müssen beruflich, überhaupt A, umsonst wissen kann, was ist die Bewertung, und B, einen Weg findet, das zu sagen, hey, ich ziehe deswegen so oft um, weil ich beruflich das machen muss. Und es gibt, das war dann das Schöne an der ganzen Kampagne, war eigentlich dieser Medienfeedback, und da haben ja dann Leute auch berichtet, wie kompliziert das ist, wenn man irgendwann einmal seinen Schufa-Score berichtigen will. Das ist ja eine wochenlange Prozedur, wo man Gnade Gott, wenn die Schufa in guter Laune ist, das mal berichtigt. Und das ist, kommt noch dazu, wo die Verantwortung bei dem ganzen Komplex ja nicht gelöst ist. Also es gibt dann auf der einen Seite eine Firma, die sammelt die Daten, oder mehreren Firmen, die spielen es dann der Schufa. Die Schufa macht dann Rambazamba, große Logik und bewertet irgendwas und gibt die Bewertung weiter. Und es kommt dann zu einer Firma, die die Bewertung nimmt und sagt, sie bekommen einen Handyvertrag oder einen Mietvertrag nur deswegen, nicht wegen dieser Bewertung. Und jeder der Beteiligten sagt dann, ja, ich habe nichts gemacht, ich war nur der Datensammler. Der andere sagt, ich habe nur bewertet, da wir aber keine Entscheidung getroffen. Und der Dritte sagt, ja, meine Entscheidung basiert ja auf einem Datenmodell, das ja ganz toll ist. Und in dieser Datenkette gibt es einfach keinen, der irgendwo dann sagt, hey, ihr drei müsst euch einmal auf die Reihe kriegen, zumindest dass man das nachschauen kann, wo kommen die Daten her, wo werden die wie bewertet, weil die Kriterien und so sind auch nicht offen, und wie kommt es zu der Entscheidung dann? Und dann gibt es natürlich auch einen Treppenwitz, dass manche sagen, naja, das betrifft ja gar nicht, weil es ist ja keine automatisierte Entscheidung, weil es kommt zum Schluss eh noch immer der Bankbeamte oder der Handyverkäufer, der dann sagt, überlegt mir das jetzt ganz toll und sie bekommen eins oder nicht. Das ist dann die Ausrede und das ist der Knackpunkt, wo man, glaube ich, auch noch weiter nachsetzen müsste. Und einer der lustigen Daten war nur hier das Beispiel, das ist die Anzahl der Kreditkarten, die Anzahl der Bankkonten und dann die Anzahl der Handyverträge. Und witzigerweise, jeweils wenn man zwei hat von denen, ist das besser. Und das ist halt die Kritik, das zu wissen, wieso kann das, was steckt denn wirklich dahinter, dass genau jetzt die Zahl 2 ist. Aus den Informationen, die wir bekommen haben, ist weiter viele das haben, die gut sind. Und wir hatten dann letztes Jahr, gab es auch noch vom Sachverständigenrat für Verbraucherschutz eine Studie zu verbrauchergerechtes Scoring. Da wirken wir mit und gab eigentlich auch relativ gutes Feedback raus. Dann. Es gab dann die Veröffentlichung vom Bayerischen Rundfunk und Spiegel Online Ende November. Und da gab es dann tolle Aussagen von Ministerin, dass zu mehr Transparenz aufgefordert wird. Das war dann noch eigentlich relativ spezifisch, dass es mal darum geht, dass die Gewichte klar dargelegt werden sollten, dass die staatliche Aufsicht
ihren Pflichten nachkommen sollten. Alles ist halt nicht passiert. Genauso war dann eben, das war jetzt vor einem halben Jahr die Ankündigung, dass ab 2019 die elektronische Auskunft kommen wird. Das ist auch nicht passiert. Ich kann das jetzt nur mal sagen. Dann zum einen Jahr, das ist zum Beispiel nicht mehr auf der Webseite, das war jetzt vor ein paar Tagen. Wenn man hingeht und die Anfrage macht nach DSGVO, sagt hier nur wieder nur Papier, obwohl aus dem Artikel 15 Absatz 3 eigentlich klar geregelt sein sollte, dass es elektronische Auskunft geben sollte. Also diese Möglichkeit, dass man halt, wo man jetzt noch immer bezahlen muss, dieser Service für das, dass man eigentlich betroffen ist, was man selber meistens gar nicht haben will, wenn man da beglückt wird, nur Papier bekommt. Und das werden halt die nächsten Schritte, sowas einbinden, ein weiteren Projekten schauen, wo kann man Daten sammeln, auch anonymisiert, um einen höheren Wert zu bekommen. Die Regulierung, das liegt halt in Hessen oder jetzt am Ministerium für Verbraucherschutz und Justiz. Und dann gab es einmal die Anregung vor kurzem, dass sie vielleicht einmal ein paar Leute finden, die aus der Juristerei kommen und sich nochmal das genauer anschauen, wo man halt auf der Ebene Druck machen kann. Weil das Ganze ist ja da relativ ein Ressourcenproblem. Also bei dem Projekt letztes Jahr waren zwei NGOs beteiligt und ein fettes Video und der Impact war jetzt halt noch nicht so, dass jetzt großartig was verändert hat. Und jetzt, vorher waren nur die Sachen mit Strafen, wenn man sich das anschaut, die Höhe der Strafen sind halt nur immer nicht relevant. Also wenn man die Strafen aus der Portokasse zahlen kann, wird sich auch nichts ändern. Und das ist bei denen wahrscheinlich genauso der Fall. Solange dann ein massiver Druck kommt mit den Strafen im Sinne, die halt Entscheidung schwer machen, wird sich nichts ändern. Das war mein kurzer Überblick. Mal, ich sage danke für den Vortrag und auch die ganzen Leute, die mitgemacht haben. Und sonst noch ganz kurz, das kann man übrigens auch selber noch immer machen, auch bei anderen Firmen, die Auskunft einholen und die ein bisschen ärgern. Da gibt es ein paar ganz tolle Projekte, nur damit man ein Gefühl bekommt, was eigentlich welche Firmen wirklich über einen oder eine Person gespeichert hat. Vielen, vielen Dank. Gibt es noch Fragen zur OpenShufa, bevor du verschwindest? Ja. Ja, danke für den Vortrag. Cooles Projekt. Habt ihr eigentlich genug Daten, um den Algorithmus zu reverse engineeren? Also wir haben das probiert. Da gab es einen Vortrag vom 35C3, was dann noch detaillierter erklärt. Die Daten sind da das ist komplizierter, weil wir halt da die Daten nicht weitergeben können bei der Auswertung. Aber wir wollten das wirklich reverse engineeren. Wir wissen circa, wo wir sind, aber wir sind nicht aufgrund von einem Datenbias dorthin gekommen, dass wir wirklich sagen, das sind so und so viele Variablen mit der und der Gewichtung. Also wir haben das rausgefunden, wie zum Beispiel jetzt die Anzahl der Bankkonten, Handyverträge, Umzüge und diverse Sachen. Aber wir sind nicht dahin gekommen, dass wir jetzt sagen können, wir haben dann so nachgebaut, dass wir den vergleichen können. Da braucht man noch mehr Daten. Das war die Idee, dass man das nochmal voranschreitet. Aber das ist ein Ressourcenproblem. Also in dem Sinn, wie man klipp und klar per se gescheitert vom ursprünglichen Ziel. Naja, es ist. Ja, vielen Dank auch von mir. Es gab vor vielen Jahren mal das Gerücht, dass wenn man so eine Auskunft einholt über sich selber, dass allein das schon den Score sozusagen verschlechtert. Hast du da irgendwie was wahrgenommen, dass das so wirklich stimmt? Also mein Stand ist, dass er das mehr in Ecken gehört, dass früher das wirklich so war. Also vor ein paar Jahren hat das wirklich den Score negativ beeinflusst. Mittlerweile sollte das nicht mehr der Fall sein. Dazu muss man auch bedenken, es gibt, glaube ich, Unterschiede, wenn man einen Handyvertrag anfragt, wie weit das in das System reingeht oder wenn ich über ein paar hunderttausend Euro einen Kredit anfrage bezüglich einen Hauskauf oder Immobilienkauf. Und manche Banken haben dann basierend jetzt auf dem Schufa-Score oder in Kombination damit dann nochmal eigene Bewertungssysteme. Und ich weiß von einem Fall, das war jetzt wenige, glaube ich, als 24 Monate aus, wo zumindest mündlich die Aussage war, dass sehr wohl in dem Fall einen Unterschied gemacht hat, weil es eine Anfrage gegeben hat. Aber da weiß ich nicht, ob das die Bank war oder die Schufa. Das kann nicht sagen. Offiziell gibt es jetzt nicht mehr.
Habt ihr euch mal angeschaut, was passiert, wenn man sein Recht auf Vergessenwerden nutzt bei der Schufa? Also wenn man eine Löschung der Daten beantragt? Haben wir noch nicht, nein. Okay. Ja. Gut. So, die letzte Möglichkeit für Fragen. Okay, dann ganz herzlichen Dank nochmal. Danke. Danke an alle, die heute Abend einen Vortrag gehalten haben.